zusammen. Ich bin wieder mal draußen. Ich werde heute euch schnell mal zeigen, was ein Sturm oder eben ein Baum kann anrichten kann. Ich hatte hier oben ein Camp gehabt, oder wir hatten hier ein Camp gehabt. Und da ist leider beim Sturm ein Baum machen. Meine Seite zum Glück hat es nicht verwutscht. Wenn der Kollege noch da abgehauset wäre, der wäre jetzt nicht mehr da. Der hat es komplett, der ganze Baum ist ihm zumindest über sein Nest. Ich zeige euch jetzt zuerst mal schnell auf dem ersten Foto. Auf dem, so hat das Camp ausgesehen. Es war zusammengewürfelt, aber es hat verhauen. Es war sehr gross gewesen. Die meisten haben es ja irgendwann mal gesehen. So, wenn man jetzt weiter schaut, jetzt gerade. Ich habe leider kein Video gemacht, zumal. Es sind nur Fotos, die ich dann mit dem Handy geschossen habe. Als wir es gesehen haben, haben wir gesehen, was das eigentlich für eine Kraft ist. Wir sind dann ein paar Tage später schnell das Gröbste aufräumen. Und dass es wenigstens einigermaßen wieder ein bisschen aussieht. Ja, hier auf dem ersten Foto sieht man eigentlich die hintere Seite. Da sieht man noch den Baum, wie er dort so liegt. Dort, wo eigentlich der Baum ist, ist ein bisschen weit Camp gestanden. Und auf dem zweiten Foto sieht man noch ein bisschen mehr vom Camp. Da ist noch ein Holzwang. Hinten sieht man noch ein bisschen vor Blachen, was es runtergeschissen hat. Links davon ist der Baum. Jetzt sehen wir ein Foto von der anderen Seite. Wie ihr seht, ist eigentlich ganz auf der linken Seite, wo noch ein bisschen etwas steht. Das war meine Seite. Das war mehr oder weniger noch bewohnbar gewesen. Auf der rechten Seite, wo die Blachenboden liegt und der abgebrochene Baum. Das war eigentlich die Seite vom Endu. Unter der Blache war sein Nest gewesen, also sprich, wenn er offen wäre gelegen, wäre er jetzt auch nicht mehr so knusprig. Da sehen wir noch ein Foto, wie es ein bisschen von weiter weg aussieht. Ihr seht auf der linken Seite mehr oder weniger mies steht noch. Ich hatte Glück gehabt. Und ich stehe jetzt eigentlich am Baum an. Und nebenan runtergeht, vorne sieht man noch den Scheitstock. Das ist noch das, was oben rum ist. Da haben wir noch ein Foto von ein bisschen näher. Das ist eigentlich schon noch krass. Das Holz, das ist einfach zusammengebrochen wie nichts Schöneres. Da stehen wir eigentlich am hinteren Ecke. Da sieht man meine Pritsche hinter, die ist noch gut zu Weg. Also wenn ich da getroffen wäre, hätte es mir gar nichts gemacht. Die Blache hat es natürlich verschrissen, ist ganz klar. Hier sehen wir, wo eigentlich da, wo die Blache liegt, wäre eigentlich sein Bett gewesen. Nicht so gesund. Da sehen wir noch den Baum, der oben ist. Der hat eigentlich quasi die ganze rechte Seite geräumt. Da sehen wir noch meine Holzwang. Eben, wie gesagt, die linke Seite ist eigentlich verschont geblieben. Er ist wirklich gerade die rechte Seite runter. Aber zum Glück sind wir nicht oben gewesen. Da bin ich Gott froh, wirklich. Weil wenn man das nächste Bild anschaut, sieht man schon, dort wäre eigentlich alles gedeckt gewesen. Schön im Schermen gewesen. Und jetzt dann plötzlich einfach alles weg. So, auf diesem Foto sehen wir jetzt eigentlich schon, wo wir aufgeräumt haben. Da vorne, wo der Baum liegt, ist eigentlich quasi am Ende sein Lager gewesen, sein Nest. Der bisschen Holzwang, das war eigentlich der Mittelteil gewesen. Wir hatten ja wie drei Teile gehabt, Schlafteil, so einen Aufenthaltsbereich und einen normalen Schlafteil. Und dort, wo der Baum liegt, ist quasi einfach sein Schlafbereich gewesen. Das einzige Neue ist eben die Holzwang, die hätte es noch gerade gehabt. Aber der Rest ist alles komplett Achi. Da sehen wir nochmal ein bisschen vom anderen Winkel. Dort, wo der Baum liegt, nämlich in dem Bereich, wo ihr jetzt seht, wo der Baum liegt, war eigentlich Camp gewesen. Ja, in solchen Fällen muss ich sagen, also wenn es stürmt oder so, lieber nicht da hochkommen. Es kann immer etwas passieren. Klar, es kann auch passieren, wenn es keinen Sturm hat, so wie heute, kann plötzlich sein, dass ein Baum kommt. Wir hoffen es natürlich nicht, aber man weiß ja nie. Nach dem Aufräumen haben wir uns, also wir haben uns zum Glück schon vorher ein bisschen Pläne gemacht, was wollen wir. Wir haben schon die längere Zeit studiert, wir könnten doch mal etwas anderes bauen. Etwas, was etwas kompakter ist und eben, es war so ein bisschen zusammengewürfelt gewesen. Ich habe angefangen. Ein Jahr, zwei später hat man noch weitergebaut. Und irgendwann ist einmal gibt es einfach so ein bisschen ein Bastel. Wir haben diverse Varianten gehabt, von
ein Hippie-Zelt haben wir mal gehabt, oder ja, es waren diverse Pläne, die wir geschmiedet haben. Zum Glück haben wir dann nicht schon angefangen gehabt. Es war für uns noch gerade eigentlich so ein bisschen das Glück gewesen. Es ist nichts passiert, zum Glück. Zum Glück ist es so gewesen, dass wir ja den Plan hatten. Es hat uns ein bisschen motiviert, dass wir einfach etwas Neues bauen, etwas Schöneres bauen, wo wir besser beheizen können im Winter. Weil wir brauchen es ja hauptsächlich eigentlich für im Winter, wenn es etwa ein bisschen kalt ist oder wenn es regnet. Ja, das meiste Holz haben wir wieder brauchen, zum Glück, muss ich sagen, bin ich froh. Es ist halt schon, wenn man so denkt, man hat da ein paar Jahre dran gebaut, immer ein bisschen etwas, man hat es genossen, man hat schöne Zeit gehabt. Aber wenn man dann auch sieht, dass wir wahnsinniges Glück hatten, sonst irgendeiner nicht mehr da wäre, muss ich sagen, zum Glück ist es passiert, wo wir nicht oben waren. Klar, wir sind mittlerweile vernünftig genug, dass wir sagen, oh, los, es stürmt viel zu fest, wir lassen es sein, wir gehen nicht raus. Es ist manchmal einfach schlauer. Ja, das war es eigentlich von unserem Abbruchcamp. Ich würde jetzt gerne euch nächstens mal noch ein Video zeigen vom neuen Camp. Wir sind sehr zufrieden. Es steht nämlich jetzt gerade dahinter. Es ist cool, muss ich sagen. Wir haben beide zusammen Hennenfreude. Also nicht nur wir, auch wenn wir ab und zu mal Familie oder so mitnehmen. Es hat jeder Freude. Eventuell ist es ein bisschen übertrieben, wie wir es haben. Aber wir wollen es ja schön haben. Gut, dann würde ich sagen, ihr wartet noch einen Moment und dann werde ich euch das neue Camp zeigen. Und dann werden wir uns wieder sehen und könnt ihr mal schauen, was wir jetzt bauen haben. Gut, ich wünsche euch noch einen schönen Rest. Merci für's Zuschauen. Man sieht sich. Tschüss zusammen.